Servus bei Let's Play Imperium Galactic Survival. Ja, es ist soweit. Ob wir wollen oder nicht. Na, eigentlich wollen wir ja. Es ist soweit. Wir fliegen los. Wir verlassen Masperon. Es ist jetzt wirklich soweit. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Berge kommen, Berge gehen. Berg kommt, Berg geht. Berg kommt. Okay. Aufhören mit dem Blödsinn. Ab ins Weltall. War schön hier. War nicht so ein schlechter Planet. Zum Fliegen war er vielleicht ein bisschen eigenartig. Wo bin ich da durchgeflogen? So, meinen richtigen Weg ein bisschen anzählen. Keine Ahnung. Aqua, ich sehe dich. Mein geliebter Planet Aqua. Wir sind gleich im Orbit. Ja. Da ist Gillon. Dahin. Dies wird sicherlich etwas kalt. Wir fliegen jetzt zurück zu Aqua. Da ist Gillon. Da müssten wir rüber, um uns aus diesem Sonnensystem zu teleportieren. So, wir fliegen einmal hier entlang. Es ist aber ganz schön weit. Naja. Macht eigentlich nix. Die Frage ist, was starten wir eigentlich als erstes auf Aqua? Ich möchte mich noch ein bisschen hier kurz umsehen, aber wir sehen da mal eigentlich nicht. Das ist Masperon. Da fliegen wir genau durch. Das ist, glaube ich, Skillern, das haben wir schon. Ja. Da schauen wir mal, was uns da erwartet. Wenn wir da jetzt durchfliegen. Auf jeden Fall einiges an Asteroiden. Asteroiden, glaube ich, heißen es im Weltraum. Und Meteoriten, wenn sie dann rüberkommen. Destroyed Transporter. Den nehmen wir auf dem Weg mit, oder? Was? Die Derelict Station. Ganz ehrlich. Ich glaube, das habe ich so. Das war das, was ich einmal gesehen habe, das, was ich jetzt dann gesucht habe. Also, ich suche eigentlich ein Navi und habe hier eigentlich nichts außer eine Planetenkarte. Bin ein bisschen. Ein bisschen angespannt auch gerade. Entschuldigung. Ah, dieser Husten. Angst, dass ich hier ein paar Mal irgendwo dagegen knalle. Und wieso bin ich jetzt... Oh, ich fliege gerade ins Bild. Ihr packt doch was, oder? Kurzstreckenwarp-Antrieb. Hallo?
Ich knall hier irgendwo an und weiß nicht... wo? Okay, okay. Entschuldigung, ich muss wieder einen Schluck trinken. Immer wieder trinken. Ich sollte jetzt... Was sollte ich jetzt? Umschalten. Okay. Ich habe das Chatback noch aktiv. Kann ich vielleicht besser fliegen? Bevor ich dann rausgehe, weiß ich auf jeden Fall, dass ich speichere. So. Da kann ja nichts passieren. Sauerstoff ist aufgefüllt. Wir speichern. So. Nach draußen. Ich habe kein Jetpack aktiv. Besser. Ja, um einiges besser. So, vorbei an der Ache. Eisasteroid. Nice zwar, aber... Ich würde jetzt eher interessieren... ist hier. Uns ist kalt. Scheiße. Hier komme ich nicht rein. Drücke E, um dich zu setzen. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Aua, ich komme nicht mehr... Ich komme nicht mehr raus. Ache! Ich muss zu dir rein. Genau, das ist gar nicht so leicht, hier zu steuern. Ich habe mein Jetpack deaktiviert und komme jetzt und stehe trotzdem verkehrt. Okay, hier ist mir wieder warm. So, obwohl ich das Jetpack nicht aktiviert habe, sollte ich vielleicht meine Düsen hier abschalten. Nur sicherheitshalber. Denn mir kam es gerade so vor, als ob... Kann ich da mir irgendwas wärmen? Strahlenschutz? Nein. Ich habe nichts zum Wärmen da. Ich muss kurz hinauf und mir einen wärmenden Saft nehmen. Die sollte ich haben. Mutti, ich kann fliegen! Aua! So, war das da drinnen? Nein, da waren die Riegel. Da war das. Ja. Da! Heißgetränk. Okay. Ich verstehe es nicht ganz, warum da manchmal das Wecker ist, aber... Okay, raus da. Wir haben noch genug Sauerstoff. So, wie geht's hier weiter? Was haben wir denn da? Ich will mich nicht setzen. Hubdüse. Kurzstrecken-Warp-Antrieb. Zwei Minuten.
Doch zu kalt, das ist natürlich nicht gut. Ich finde mich hier gerade überhaupt nicht zurecht. Ah, hallo. Was haben wir denn hier? So, ich muss was trinken. Ah, es ist mal warm. Kühlschrank. Nix drin. Aua! Das gibt's aber nicht. Was ist das? Zu kalt. Schon wieder? Das kleine Raumschiff zu fliegen? Das kann ich ja nicht schon fliegen. Core. Public. Okay, ich bin hier. Ich komme hier einen Schmorn. Ich möchte raus. Hallo? Das ist doch nicht wahr. Hier? Ich komme hier nicht weiter. Hier müsste ich doch rauskommen, oder? Es ist. Bin ich durch an dir gegangen? Manuelle Innentür schließen? Oh, vielleicht. Ja. Vereisung, bla. Alter Schwede, was ist denn da? Wir gingen gerade ein bisschen im Bach runter. Okay. Wir müssen zurück. Ja. Gleich. Falsche Richtung. Noch einmal ein heißes Getränk, bevor wir wirklich drauf gingen. So. Ich bin gleich. Wir haben es gleich geschafft. Und da rein. Oh. Freunde, es ist warm. So. Es ist aber doch mal Schluss. Es ist nicht gerade mein Ball hier. Das Ganze nicht. Okay, wir haben zwar dieses Raumschiff hier gefunden, aber wir müssen unbedingt schauen, dass wir da für den Anzug irgendwie dass wir da irgendwie, ja, komm schon, hier. Dass wir da irgendwie eine Heizung bekommen. Raumstation. Aktive und Verlassene werden oft verteidigt oder bewohnt. Benutze deinen und überprüfe deinen Ruf, bevor du dich. Oh! Entschuldigung! In der Station scheint es einen deaktivierten. Die Reaktivierung könnte die Möglichkeit sein, den Teleporter zu benutzen, um nach Omicron zu gelangen, ohne ein warpfähiges Schiff zu benutzen. Ich habe nur Angst jetzt ohne Heizung. Das sind lauter Eisasteroiden. Ich habe da jetzt dann wirklich Angst, ohne Heizung reinzugehen. Weil die Station schaut nicht klein aus. Wir werden schauen, ob wir da irgendwie eine Anzugheizung bekommen, bevor wir da noch einmal weitergehen. Bis dahin werden wir mal. Ich meine, wir haben einen Warp-Antrieb, wir brauchen das nicht unbedingt, aber es würde mich interessieren.
Munition fehlt. Was? Der greift mich an! Mir kommt's vor, als werde ich angegriffen. Laserdrohne! Komm schon! Komm schon mit der Laserdrohne! Oh, wer flüchtet denn da? So ein Fägling! Okay, weiter nach Akua. Und natürlich auch gleichzeitig weiter zur Base natürlich. Weil dort wollen wir ja hin. Oh, da wird man sogar erst dann selber geholt. Ist eh schon so kalt bei mir hier im Streaming-Raum. Ich bin gerade dabei, zu überlegen, einen neuen Streaming-Raum mir einzurichten. Aber nicht hier, sondern wirklich im Hauptgebäude, wo ich wohne. Ich habe so nur eine Art Nebengebäude hier. Und da bin ich gerade beim Planen. Das muss natürlich noch gebaut werden, da können noch Wände abgerissen, da können Dings, aber da wäre dann nicht mehr so kalt. Müsste wirklich einheizen. Ja. Alles Eile mit Weile. Okay, mein geliebtes Sakura, mein warmes, mit Pflanzen und Tieren und was weiß ich alles, Akua. Oh, Akua. Wir sind bald da. Ich will nämlich irgendwie noch gar nicht nach Omikron. Es tut mir leid, ich weiß, das ist eine der Hauptaufgaben, ist eigentlich nach Omikron zu kommen. Aber noch nicht. Nein, 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 nein. Geht nicht. Ich muss wirklich zuerst hier alles abschließen, dann kann ich weiter. Ich glaube nämlich, dass wir dann in ein ganz neues Sonnensystem kommen. Und dann wird es wirklich interessant. So. Ah, natürlich, natürlich ist Nacht. Und Eintritt! Bum, 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 bum. Bremsen! Okay. Wir gehen einmal runter. Langsam. Mit Bedacht. Zuerst einmal wieder schauen, wo ist unser Landeplatz? War schon Ewigkeiten nicht mehr da. Oh, Nase runter. Ah. Ich glaube, da vorne, na, das ist die Obelisk-Seite. Da war er sicher nicht. Da waren wir. Eh, ziemlich gut. Ich glaube, wir könnten uns hier schon anfangen zu richten. Auszurichten. Dann einmal langsam runter. Ich habe gesagt, langsam! Okay, richten wir uns aus. Seitlich. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir das andere kleine Raumschiff mal zum Starten kriegen. Das hätte ja eigentlich auch schon gut ausgerüstet. Und Material sollte ich ja genug haben, um die ganzen Dinge. So. Ich will es so machen, dass wir hinten. Oh, da ist ein Stein. Der Stein. War das der Stein? Gut. Richten wir uns an den Stein aus. Da. So. Runter. 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2. Tiefer kommen wir nicht. Schubdüsen aus! Wir sind gelandet!
Ah. Oh, mein geliebter Sakua. Oh, meine Heimat. Was zwar nicht stimmt, weil wir sind ja da angestürzt. Oh. Oh, du, was auch immer. Ja, hier. Oh, du, mein Licht. Ja, okay. Ja, natürlich sind wir weit, weit weg von dort, wo ich hin will. Egal. Wir sind zu Hause. Wir haben es wieder geschafft. Nach langer, langer Zeit. Okay. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Ich freue mich sehr. Also wirklich, ich freue mich wirklich sehr, wieder mal zu Hause zu sein. Und ja. Ah, da sind wir wieder. Natürlich Strom, glaube ich. Der Tank wird wahrscheinlich leer sein. Nein? Was? Na krass! So. Na gut, meine Lieben, wir sind auf Akur wieder angekommen. Wie gesagt. Oh, keine Ahnung. Wir werden jetzt dann wieder ein bisschen auf Akur bleiben. Erstens einmal machen wir die Talon-Missionen weiter. Und dann natürlich noch das Raumschiff. Vielleicht können wir das Kleine noch fertig machen. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit dir. Ciao mit dir. Servus mit Vogel V. In an infinite galaxy, there are two options. Survive or die. I came here alone, before the others. I harvested the resources I needed to carve out a life, to craft a future. To endure the unknown. The journey was long. I explored new frontiers, discovered new planets, and new threats. But you cannot survive alone. So together, we built anew. Our talents are deep. The technology at our disposal evolves. But with expansion comes conflict. And the cost of failure is catastrophic. We chose our path. We build together. We fight together. We survive together. The journey was long. The journey continues. Imperium. Out now for PC on Steam.